Sauerteig ist ja ein Symbol für Sünde und wir feiern mit ungesäuertem Brot, weil das Brot was repräsentiert? Was hat Jesus gesagt? Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nicht wahr? Und Jesus Christus ist sündlos, hat seinen sündlosen Leib dahin gegeben. Deswegen nicht nur mit ungesäuertem Brot, sondern mit Traubensaft. Und daran werden sich jetzt einige stoßen oder sich drüber lustig machen, dass wir als Baptisten, die wir an die Bibel glauben, mit Traubensaft, nicht mit alkoholischem Wein, das Mahl des Herrn feiern. Und das ist eigentlich so offensichtlich und so logisch, wenn man das mal durchdenkt, warum wir mit Traubensaft feiern und nicht mit alkoholischem Wein. Denn rate mal, was gesäuertes Brot ist, okay? Wir feiern mit ungesäuertem Brot. Wird auch als Matzen bezeichnet übrigens. Wir feiern mit ungesäuertem Brot, das heißt nicht fermentiertem Brot. Was ist alkoholischer Wein? Alkoholisierter Traubensaft? Was ist das? Das ist fermentierter Saft. Aber es geht eben darum, dass das Brot nicht fermentiert ist, dass es ungesäuert ist. Warum? Weil Sauerteig ein Symbol für Sünde ist. Genauso muss logischerweise auch der Saft, den wir trinken, ungesäuert sein, unfermentiert sein. Es gibt eben Hefepilze, ja, um Brot zu säuern. Und dann gibt es sowas wie Weinhefe. Ich meine, ich zitiere mich nicht, denn ich bin kein Weinexperte, okay? Aber es sind ähnliche Organismen, die eben die Fermentation erzeugen. Nicht wahr? Genauso wie wir mit ungesäuertem Brot feiern, feiern wir auch mit unfermentiertem, sozusagen ungesäuertem Traubensaft. Und Leute haben irgendwie diese Idee im Kopf, dass Abendmahl doch garantiert, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern doch garantiert mit Wein gefeiert hat. Die Bibel sagt Wein. Wein ist Wein. Zeige mir den einen Vers, wo steht, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern mit Wein gefeiert hat. Wo steht das? Es gibt keinen Vers. Zeige mir den einen Vers. Aber siehst du, Leute gewöhnen sich so sehr an Traditionen, dass sie ganz einfach ihre Traditionen in der Bibel überstülpen. Dann denken, das steht doch irgendwo in der Bibel. Wo? Ja, keine Ahnung. Schlag's nach. Ja, ich schlag's gerne nach und zeige dir, dass nirgendwo Wein steht. Du glaubst mir nicht? Gehen wir die Stellen durch. Du schlägst Matthäus 26, Vers 29 auf. Ich lese dir vor aus Lukas Kapitel 22, Vers 18. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Von dem Gewächs des Weinstocks. Steht hier Wein? Wein ist Wein. Nein, sondern hier steht vom Gewächs des Weinstocks. Und lass mich dir mal was erklären. Das Gewächs des Weinstocks bringt nicht alkoholischen Traubensaft hervor, bringt nicht alkoholischen Wein hervor. Okay, sondern natürlich unfermentierten, frischen Traubensaft. Ich meine, seit wann befindet sich in einer Weintraube irgendwie Rotwein? Seit wann beißt du in eine Weintraube und sagst dann, oh, das ist ein Chardonnay. Und ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich glaube, das ist irgendein Wein. Ich keine Ahnung, ob es ein Rotwein ist oder was auch immer. Das ist ein Chardonnay aus dem Jahre 1997, Anno Domini. Im Gewächs des Weinstocks, in den Weintrauben, befindet sich frischer Traubensaft, unfermentierter Saft. Okay, hier steht nicht Wein, hier steht Gewächs des Weinstocks. Aber Leute denken einfach, Jesus hat mit seinen Jüngern Wein getrunken. Und Wein ist Wein, es muss alkoholischer Wein sein. Nein, die Bibel nutzt erstens, okay, nutzt die Bibel das Wort Wein sowohl für alkoholischen als auch für nicht alkoholischen Traubensaft. Und das ist nicht das Thema der Predigt, darüber werde ich auch ein anderes Mal sicherlich predigen. Aber lass uns doch einfach die Stellen angucken, wo Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, nicht wahr? Steht da Wein? Da steht Gewächs des Weinstocks. Es steht nirgendwo Wein. Okay, aber was mit dem Markus-Evangelium? Markus 14, Vers 25, da heißt es, warte, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, dass ich neu mit euch neu trinken werde im Reich Gottes. Wieder, Gewächs des Weinstocks. Und er wird es neu trinken im Reich Gottes. Ihr seid in Matthäus 26, Vers 29, da heißt es, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es, genauso wie Markus Evangelium, neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Er wird es neu trinken. Weißt du, was neuer Saft ist? Das ist unvergorener Saft. Oder auch wenn du neuer Wein sagen würdest, neuer Wein in der Bibel ist
unvergorener Traubensaft. Okay. Also, wir haben zwei Hinweise, eindeutige Hinweise, dass es hier definitiv nicht um alkoholischen Wein geht. Hey, Alkohol trinken ist Sünde, mein Freund. Jesus hat nicht gesündigt. Jesus ist sündlos. Die Bibel warnt immer wieder extrem vor Alkohol. Und wir finden hier eindeutige Hinweise. Erstens, Gewächs des Weinstocks. Nirgendwo steht Wein. Du könntest also gar nicht irgendwie das Argument machen, auch wenn es sowieso falsch wäre, dass alkoholischer Wein war. Es wäre sowieso falsch. Und mal davon abgesehen, steht Gewächs des Weinstocks da. Okay. Dann Markus und Matthäus lesen wir, dass er es neu trinken wird im Reich Gottes. Wenn du neu trinkst, den neuen Saft von Gewächs des Weinstocks trinkst, ist das ein alter Rotwein? Nein, es ist neuer Saft vom Gewächs des Weinstocks. Das ist Traubensaft, unvergorener Saft. Also, hallo? Ich meine, wie eindeutig ist das?